Minecraft Mojo heute mit der Revel Rebels Mod. Viel Spaß. So, und damit hi und herzlich willkommen wieder zurück bei einer neuen Mod Review heute am Samstag oder Sonntag, je nachdem wann diese Mod Show rauskommt, denn ich nehme gerade am Samstagabend auf, deshalb weiß ich nicht, ob die heute noch rauskommt. Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, keine Ahnung, je nachdem. Mit der Rivals Mod, keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Alter, das ist mir auch relativ egal, ist eigentlich, und ich habe kein eigentlich, und ja, egal. Was fügt diese Mod hinzu? Ziemlich geile neue Waffen und so Zeug. Also wir bekommen im Creative Inventar bekommen wir ein neues Creative Inventar Slot Dingsteil hier mit zwei Reitern. Da ist einmal das Ganze hier drin und einmal das hier. Wo ich jetzt nicht alles zeige und auch nicht jedes Rezept, allerdings die wichtigsten zeige ich euch. Ja, und die ganzen Rüstungen hier, die erkläre ich noch, wie man die bekommt. Ich glaube, die kann man sogar nicht mehr machen, die muss man sogar auf dem Weg bekommen, aber naja. Diese Mod, ja, fügt wie gesagt viele neue Waffen und Rüstungen und so hinzu. Allerdings ist diese Mod eigentlich dafür gedacht, dass man wirklich im Multiplayer Kriege machen kann und so. Und ja, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Block, den ich jetzt ganz toll fand. Weil, nee, den zeige ich nachher. Denn ich zeige mal das, was ich hier unten habe. Das sind einfach nur so Banner. Ja, Quake, keine Ahnung, das ist irgend so ein Ding halt. Da hat man halt ein Trollface. Hey, Trollolol. Den würde ich am liebsten wirklich hier irgendwo hinhängen. Als Easter Egg oder so. Ja. Was ist das denn hier? Ja, das ist sehr gut. Na, so. Ja, dann haben wir noch Ghost. Den kennt man wahrscheinlich von Pac-Man, denke ich mal. Dann gibt es noch Nuklear. Sehr schön. Sehr schön. Da könnte man sehr wunderschön hier über die Tür hängen, wenn das geht. Ne, das geht nicht. Hier auch nicht. Ja, gut, so. Ist radioaktiv, darf man nicht rein. Dann haben wir noch Gasmask. Okay. Ja, das ist dieser Totenschädel für Vergiftung und so. Dann Headmau 5. Hä? Was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennt den jemand. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Na gut, ein Herz, gut. Mit Gesicht, aber was soll der darstellen? Ich weiß nicht. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann noch 666. Das heißt wirklich 666. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber es soll wohl. Ja, wenn man das hat. Sieht das wie Blut aus, man kann auch Restklick machen, dann sieht das auch anders aus. Sehr schön hier, sehr lecker. Kann man auch auf den Boden machen und sogar verbünden. Sieht dann richtig ekelhaft aus, ey. Boah. Sieht ja mal mega heftig aus. Gut, den in der Ecke kriege ich nicht. Aber naja, ist schön für Deko-Elemente, kann man das bestimmt sehr gut gebrauchen. Dann schmeiße ich das hier gerade mal weg. Kommen wir zu den Sachen hier. Natürlich kommen die Waffen zum Schluss, weil die wirklich das Allergeilste sind. Dann haben wir den Toaster. Der wird so gemacht. Ich zeige wirklich nur, also diese dazu gibt es, glaube ich, keine Rezepte. Ich habe zumindest keine gefunden. Natürlich sind die ganzen Rezepte für den Großteil, den ich jetzt nicht zeige, sind natürlich in der Beschreibung, natürlich in dem Link, wo wirklich die Entwicklerseite selbst drin ist. Also da ist wirklich alles. Da gibt es auch Server und was weiß ich, was man da noch alles machen kann. Auf jeden Fall gibt es auch die ganzen Rezepte dafür, und ja, den Toaster macht man zum Beispiel so. Ja, Stil, ich zeige euch noch, wie man das bekommt und alles, also keine Angst. Ja, und Wassereimer und Seeds, dann bekommt man einen Toaster, und das Allergeilste daran ist, und der funktioniert jetzt nicht im Creative, wenn man jetzt Linksklick darauf macht, dann kommen da unendlich viele Brote raus. Wirklich unendlich. Und das ist schon mega OP, finde ich. Also man braucht einfach nur hier zu stehen und dann die ganze Zeit hier drauf zu hauen. Unendlich lange. Und dann bekommt man wirklich irgendwann
so viel Brot raus, dass man ja kaputt geht. Ja, ist eine tolle Sache, aber ziemlich OP, finde ich, für ein Survival. Also brauchst nur einen Samen, ein bisschen hier und da, weil ihr werdet sehen, das Tier sieht sehr kompliziert aus, aber also dieses Mod, die hat so einfache Rezepte, das werdet ihr noch sehen hier. Also die Sachen sind wirklich so simpel gehalten, das ist mega geil an der Mod. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen, dass eine Mod so einfache Rezepte hat. Zum Beispiel die Batterie, wofür ihr die braucht, das ist genauso wie diese hier, die beiden hier. Warum die so merkwürdig aussehen, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man die auch, ja, weil man die auch so in der Hand hat, dann sehen die ein bisschen 3D aus, was auch ziemlich geil aussieht bei den Waffen hier gleich. Das zeige ich natürlich noch. Ja, scheiße, jetzt habe ich das Ding da weggeschmissen. Egal, das nehme ich dann einfach mal schnell wieder raus hier. Das haben wir ja schnell. Wo haben wir denn dieses Ding hier? Ja, ich mache das mal so. Weg und das da und so. Ja, dann nehme ich die Batterie. Die braucht ihr auch unter anderem für irgendeine Waffe. Ich glaube, das ist die Tesla. Ja, doch, das könnte die Tesla sein. Das ist die Munition quasi. Und Steel. Steel ist etwas, was ihr für so gut wie jedes oder die meisten Rezepte braucht. Und ihr seht, das ist sau einfach. Also, ihr bekommt für einen Stein, für einen Kies, für einen Sand und einen Erde, bekommt ihr 4 Batterien. Und die halten schon ziemlich lange. Und für nur 4 Steine bekommt ihr ganze 16 Steel-Dinger. Ich glaube, die kann man sogar setzen, oder? Ja. Also, das ist schon sehr, sehr krass. Also, das ist schon wieder so etwas, wo ich sage, ein bisschen übertrieben. Da hätte man vielleicht 8 rausbekommen, aber 16, das ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Aber gut, okay. Man braucht es halt. Weil. Warum, werdet ihr noch zu sehen. Dann braucht ihr das hier. Das haben wir ja auch hier schon gebraucht. Das ist auch mega, hups. Das ist auch mega einfach. Ihr braucht einfach nur 2 Steine und dann bekommt ihr so ein Ding raus. Und dann bekommt ihr Rot. Das ist eine leere von diesen Dingern. Also ja, die müssen wir nachher noch füllen. Da können wir ja 2 Steel und dann so ein Ding stellen, dass er dann verzange oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was Player heißt. Naja. Dann haben wir hier noch diese beiden. Auch wieder, zum Beispiel für die Plasmakanonen brauchen wir zum Beispiel das hier. Die hier, die Hydrogenrod. Und ja, für eine andere Waffe, das könnte die Endstone sein. Warf eins mit Redstone. Ist also relativ einfach. Also, ihr müsst euch das immer so viel erstellen, dass das hier das Feld ist für die Werkbank. Ne, dieses 9er Feld hier. Ja, dann wären wir mit den Haupt. Sachen durch, wie gesagt, die größten oder die meisten Rezepte benötigen dieses ganze Zeug hier. Und wie ihr seht, das ist wirklich für ein Survival schon mega einfach zu finden. Also braucht man nicht viel Redstone oder sowas. Das ist schon sehr krass. Dann kommen wir zu den Blöcken hier, die wir haben. Wir haben einmal Sigma Armor und die Omega Armor. Was das ist, ganz einfach, da bekommt man eine Rüstung davon. Also wenn man eine Gruppe ist, zum Beispiel man sagt, ja, ich bin dieses Sigma-Team und der andere ist Omega-Team, da kann man sich so eine in die Base stellen. Und die müssen wir dann im Survival, muss man einfach nur Linksklick machen und dann kommen die Sachen rausgeploppt. Hier zum Beispiel bekommen wir jetzt eine komplette Rüstung. Und die ist schon ziemlich gut. Also ist besser als Eisen, aber schlechter als Diamant. Finde ich auch gut, dass es sowas dazwischen gibt. Aber es gibt natürlich noch besseres. Oder wir machen halt den Omega-Dingens. Ne, Omega, ja doch. Dann bekommen wir halt so eine Rüstung. Genau gleich stark. Sieht nur besser aus, finde ich. Sieht ein bisschen grüner aus. Ist vielleicht ziemlich gut, wenn man jetzt, so wie ich jetzt habe, schon ein bisschen grüner Skin habe. Und dann im Dschungel rumrennt. Ich denke, da könnte man schon ziemlich gute Sachen machen. Vor allem mit diesen Waffen, das ist so der Spaß, mit denen zu spielen. Ach, ich behalte die jetzt so an, weil die so stylisch aussieht. Ja, das ist das. Dann haben wir Quicksand. Quicksand, denke ich mal, versteht man ja auch schon. Toll. Ja, das ist halt Treibsand. Ich denke mal, das dürfte man schon wissen, wenn man da fällt mal durch mit merkwürdigen Sounds.
Man bekommt allerdings keinen Schaden, denn es gibt ja einige Mods, wo man ja auch Quicksand hat, also Treibsand. Und wenn man durchfällt, dann bekommt man Schaden, hier allerdings nicht. Aber ja, kann man halt. Weil das Geile daran ist, es sieht genau aus wie Sand, aber es kann trotzdem fliegen. Das heißt, so kann man ganz schöne Fallen dazu bauen. Auch wenn man die Mod jetzt nicht benutzt für PvP oder so, dann ist das doch relativ krass. Da kann man schon coole Monsterfallen oder sowas damit bauen. Ja, das ist halt das Zeug hier. Und dann haben wir noch Mario. Ich habe keine Ahnung, warum der Mario heißt. Und die Funktion davon habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also es hört sich an, als würde man Stein platzieren. Allerdings, wenn man drüber rennt, dann. Hä? Ist das normal? Nee, ist es nicht, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das jetzt zu tun hat. Also, ich weiß wirklich nicht, wozu der gut ist. Also, es ist auch wieder quasi wie Kies. Okay, jetzt ist es normaler Kies. Ich verstehe es wirklich nicht. Denn das hier ist wieder Stein. Baue ich es jetzt ab? Ich habe keine Ahnung. Also, es ist Stein, aber erst wenn man drüber rennt, dann ist es normaler Kies. Ich habe keine Ahnung, naja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, machen wir weiter. Dann gibt es noch Radioactive Day Dirt. Und Radioactive Sand. Also ja, radioaktiver Sand und radioaktive Erde. Wer hätte es gedacht, wenn man dann darüber rumrennt, dann bekommt man natürlich Schaden, weil es radioaktiv ist. Da würden die Dinger ganz gut dahin passieren. Passen. Passieren. Ja, und nur wenn man drüber rennt, ich glaube, wenn man stehen bleibt, ja, passiert nichts. Nur wenn man drüber rennt, dann bekommt man irgendwann Schaden. Ja, auch ganz toll. Kann man auch für Fallen und so weiter benutzen. Je nachdem, was man damit machen will. Dann gibt es noch Landmähne. Ich denke mal, das dürfte man ja wissen, was das ist. Nö, ne, ist halt so wie Gras. Wenn man drüber rennt, bumm. Ja. Oh. Oh. Ach, stimmt, hier war mal. Wie geil. Ja, das war von einer anderen Mod einmal, dass ich. Nee, das ist. Nee, den TNT-Block habe ich mal zum Kopieren von den Items einmal gebraucht. Und der ist immer noch da. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Mit der Landmine hat das jetzt nichts zu tun, keine Angst. Die setzt euch keinen TNT-Block oder so hin. Dann gibt es noch die Time-Bomb. Time-Bomb. Ich denke mal, das dürfte man auch wissen. Die stellt man hin und dann. Ja. Dann explodiert sie gleich und das wird jetzt ein bisschen dauern. In der Zeit kann man theoretisch wegrennen. Huch. Ja, dass man sieht, das dauert schon ein bisschen, bis die explodiert. Und so mega explosiv ist die jetzt eigentlich jetzt auch nicht. Man denkt jetzt, bäm, es kommt hier der größte Krater, der je kommen ist, aber das ist es doch. Und das war's. Mit mega geilem Sound. Obwohl, das ist doch heftiger, als ich gedacht habe. Alter, dieser Sound ist so geil. Ich finde diese Mod, allein schon die Sounds sind so mega geil. Und die hat jetzt den Eingang hier zerstört. Lol. Was ist der? Was ist der Eingang? Was ist der Eingang? Ah, der wurde einmal komplett umgedreht hier. Wie geil ist das denn? Cool. Das ist cool. Ja, gut, okay. Ja, das ist sowieso egal. Die Welt hier können wir schrotten. Das ist nur eine Kopie. Also, hier können wir theoretisch die ganze Welt in die Luft sprengen. Das ist scheißegal. Dann, das hier haben wir gezeigt. Dann, ja, dann war es das. Und dann haben wir hier noch die mega geilen Waffen. Und ich finde die wirklich mega. Guckt euch das Design, wenn man. Gut, einige nicht. Aber das sieht schon Hammer aus. Ne, guckt euch das hier an, wie geil das einfach aussieht. Das sieht schon heftig aus. Nehmen wir mal irgendwas hier, ein Zombie. Es ist ja gerade Nacht. Kennen wir ja, die ganzen Viecher hier. Nehmen wir zum Beispiel mal die Endstand. Die lädt sich erstmal auf und dann. What the fuck? Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja mal mega geil. Das ist definitiv das Allergeilste, das ich je gesehen habe. Oh, wie geil.
Ach, das ist geil. Komm, das muss ich mir auch mal. Hier der Kleine. Da muss ich, glaube ich, einen Headshot kriegen, ja. Alter, das ist so das Allergeilste einfach. Oh, geil. Das habe ich mir schon immer gewünscht, sodass die Viecher auseinanderfallen, wenn man sie tötet. Das ist, die Mod hat es möglich gemacht. Ach, das ist geil. Ja, das ist schon mal ein großer Grund, die Mod zu haben. Dann haben wir noch die Plasma-Kanone, die ist auch mega geil. Bam! Wie die wegfliegen, das sieht so geil aus. Bam! Und da, Patsch! Das ist so geil, ey. Diese Mod ist so geil. Huch! Ich wollte die Katze hinsetzen, na gut, egal. Ja, die hat immerhin überlebt, also ist ja unsere Katze, die überlebt das. Die bekommt ja keinen Fallschaden. Dann haben wir natürlich Flame Tower. Das ist auch mega geil, wenn wir rumrennen, nö, dann brennt das schon, aber keine Angst. Das zündet euch jetzt nichts an. Außer natürlich, ihr macht Restklick. Wer hätte es gedacht? Der Zombie ist weg. Oh, guck mal. Und die ist sofort weg mit einem Schlag. Krass. Also diese Waffen haben wir auf jeden Fall drauf. Und dazu brauchen wir wirklich nur ein bisschen Stein, ein bisschen Erde, Kies, Sand. Und das war's auch eigentlich schon. Dann hat man schon eine mega geile Waffe. Tresla, nee, Tesla. Die schießt so Blitze ab. Sehr laut. Ich hoffe, man versteht sich noch. Alter, ist das geil. Das ist schon heftig. Also ich kann jetzt mal gerade nur in diese Richtung schießen. Und wir sind einfach mal ganz durch. Geil. Mach mich durch. Mach mich durch. Krass. Komm, wir manipulieren seine Fresse hier. Der ist vom Blitz geschlagen. Ja, der Sound buggt manchmal, aber egal. Und schon sieht der Dino nicht mehr nach Dino aus, sondern nach Bombe. Ja. Dann haben wir noch die M202RR. Ups. Was macht die? Ach ja, die ist auch mega. Oh ja. Geil. Ja, also was die macht, das ist ganz einfach. Die schleudert die Blöcke so ein bisschen weg. Ach, komm hier, komm. Richtig geil hier. Bam! Da, unsere Mocho-Welt. Die freut sich auf jeden Fall darüber. Bam! Oh! 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 Nein! Bleib da! Tja, das war's dann. Die Mocho-Welt ist im Arsch. Aber die Sachen sehen sogar so geil aus, wenn sie auf dem Boden liegen, ne? Ich finde das so krass, Alter, wie das aussieht. Heftig! Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Also, die Mods schon könnte ein bisschen länger werden. Ich finde das so geil. Das ist heftig. Guckt euch das an. Mit zwei Raketen hast du einfach mal so ein Haus. Das sieht wirklich aus, als wäre das zusammengefallen, ne? Heftig. Das sieht so geil aus. Ich liebe diese Mod. Ich glaube, ich werde die irgendwann vielleicht sogar im Let's Play benutzen. Man weiß es nicht, denn zufälligerweise ist diese Mod auch auf 1.6.4, was auch der Grund ist, warum hier auch alle Mods drin sind, die ich im Let's Play benutze. Was passiert denn, wenn ich da auf einen Baum schieße? Ne? So testen. Das ist einfach geil und das ist so, es sieht so geil aus und der Sound ist geil und alles ist so geil. Wir kriegen das Schiff. Das Schiff hat nicht überlebt. Naja, ein Schiff weniger. Ja, das sind die Waffen. Also ich finde die so geil, ohne Witz. Damit kann man so, das kann man, man kann einfach stundenlangen Spaß damit haben. Das ist einfach geil. Vor allem mit dieser Plasmakanone. Das ist, man kann so viel Spaß haben. Das ist unglaublich.
Ups. Gleich daneben. Ja, genau. Wo ist denn der? Da. Kratsch. Tot. Ja, dann gibt es nämlich noch diese Blöcke. Warum ich auch jetzt hier hingekommen bin. Was der Grund ist, warum ich hier hingekommen bin. Okay, diese Blöcke müssen wir jetzt im Survival Gamma-Modell. Ne, null. Denn es gibt einige Blöcke hier. Ja? Zum Beispiel, ich zeig denen jetzt. Ja, ich zeig denen nachher, weil. Ist halt so. Ich zeige aber. Ne, ich zeig erstmal die Namen davon. Ich habe hier zum Beispiel den Game Starter. Den zeige ich nachher. Dann haben wir den. Ja, Weapons, also Waffen. Dann haben wir hier. Animation, also. Waffen. Lade-Dinger, ne, hier zum Reloaden, die Waffen zum Reloaden und so. Dann Explosives, natürlich, ist ja klar. Dann haben wir noch Supplies, keine Ahnung, was das jetzt so genau ist. Dann haben wir noch Barriad, also Barricade, also eine Barriade. Tower, also so ein Turm. Bunker und Easter Egg. Okay. Ja, da muss ich gerade mal in den Survival. In den Survival. Toll, wir haben schon so viel Scheiß, dass ich das gar nicht mehr so richtig zeigen kann. Okay, wieder in den Zoo, in Creative und dann löschen wir das Inventar. Gehen in Game 0 und dann schlagen wir einfach mal auf das Waffending. Dann bekommen wir ganz viele Waffen. Es steht auch sogar im Chat, was wir bekommen. Und hier zum Beispiel bei Waffen bekommen wir ziemlich geile Sachen. Und dann noch diese Plasmakanone wieder. Die natürlich auch im Survival funktioniert, ist klar. Ach ja, wir haben Out of Hydro. Ja, wir brauchen die Munition, wie man ja sieht. Ja, im Survival braucht man natürlich schon Munition. Ist ja klar, das habe ich ja vorhin gezeigt. Diese blauen, merkwürdigen Dinger, die da im Bild sehr merkwürdig aussahen. Das ist die, ja, Munition für dieses Teil. Ja, dann haben wir Gasgranate. Die ist richtig, richtig scheiße, wenn man die wegwirft, dann kommt dahin Gas. Und die sieht jetzt sehr unschädlich, aber wenn man da reinrennt, bekommt man Blindheit. Einem ist schlecht, man ist langsam und man ist vergiftet. Aber nur wenn man im Gas steht, wenn man rausgeht, ist man nur noch vergiftet. Das sieht schon krass aus, ne? Wie man sieht, das ist schon, boah, heftig. Hält auch etwas länger an, allerdings verschwindet das auch nach einer Weile wieder. Das war jetzt sehr schlau. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht, was nicht gut war. Naja. Kann es sein, dass die Welt irgendwie jetzt. Nee, okay. Ich dachte gerade, dass die Welt abgestürzt ist. Aber gut, dann haben wir natürlich noch anderes. Ja, das hier ist natürlich auch geil. Es brennt, obwohl kann ja im Unim. Ja. Mann, jetzt, ich kann diese Namen nicht aussprechen, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Endstand, natürlich, sehr geil. Ups. Ja, das ist auch geil. Das ist so ein Messer, hat 10 Attack-Damage. Natürlich kann man einfach so rumschießen, also so schlagen, dann ist es auch ziemlich stark. Oder man wirft es halt, kann dann irgendwo hinschießen. Und bleibt dann auch hängen. Kann man wieder aufsammeln, also im Grunde wie ein Pfeil, der nur viel stärker ist. Dann hat man noch hier eine Rot-Disc, die ist auch mega geil. Das ist quasi wie ein Bumerang. Warum ist hier Nebel? Zum Teufel. Hä? Das war ganz im Ernst, warum ist hier Nebel? Ich habe gar keinen Nebel an. Irgendwas ist hier kaputt. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt auf einmal Nebel ist. Gerade war doch noch kein Nebel, oder? Und ich bin irgendwie auch vergiftet. Aber bekomme auch keinen Schaden. Hä? Irgendwas ist hier gerade kaputt. Na egal. Dann haben wir noch die Dinger hier. Das sind die Plasma-Dinger, ne? Ach, hier bekommen wir auch. Ja, das war die Animation. Ich kann es immer noch nicht ausreden. Ihr wisst schon, was ich meine.
Damit kommen wir jetzt wunderschön rum. Beste Idee ever, sich selbst umzubringen. Ja, das Ganze halt. Das sieht so geil aus, ne? Tja. Ja, da hat man halt diese ganzen Sachen. Das hier habe ich noch nicht gesagt. Das ist die Road Disc. Die kann man irgendwo hinschießen. Das ist quasi wie ein Boomerang. Und die kann man auch wieder einsammeln. Ja. Einfach warten, dann kann man die schon einsammeln. Das ist quasi, ja, Frisbee. Der wieder zurückkommt. Der halt viel Schaden machen kann. So, und umso länger man ihn hält, umso weiter fliegt er natürlich, ist ja klar. Hat man ja von dem Boomerang und alles schon. Ja, dann gibt es noch, das hier müssten Waffen oder sowas sein. Explosiv, ach ja. Explosives, ist ja klar. Ja, wenn wir das abbauen, bekommen wir explosive Sachen. Und radioaktive Sachen. Flare, oh. Ach ja, oh. Oh. Das war nicht so gut. Oh. Ich bin da, wo ich nicht sein sollte. Bin ich etwa in... Ach so, ich dachte gerade schon. Okay, ich hab keine... Jetzt ist aber auch der Rauch weg, also der Nebel weg. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber naja. Ja, die kann man halt irgendwo hin platzieren und die explodiert dann wahrscheinlich irgendwann. Ach, okay. Die zeigt einem irgendwas und wenn man die abbaut, dann wusch. Okay, Prinzip verstanden. Flares halt. Plastik-Explosiv, ich habe keine Ahnung wirklich, was das ist. Ah ja, natürlich, wenn man es abbaut, dann Landmine können wir ja. Detektor. Ah, okay. Ja, da setzt man irgendwas hin. Shift, Rest-Stick und es explodiert. Ist eine schöne Spielerei. Ja, dann haben wir ja noch hier das hier. Das dürfte jetzt für die Dingens gewesen sein, für die Dingens hier, dass man eine Basis hat und alles. Wir bekommen eine Schaufel, die ja normal gut ist, sie ist normal schnell im Abbauen und hält auch okay lange. Dann haben wir noch Lorda. Das ist wahrscheinlich. Ach ja, man kann so Sachen hier rein. Man kann auch irgendwas, kann man hier speziell daraus machen. Ich weiß auch nicht wirklich was. Es gibt, es ist quasi wie eine Werkbank, nur größer und man kann da irgendwas ganz Tolles daraus machen. Weiß aber jetzt nicht wirklich was. Aber egal, weil ich zeige jetzt wirklich nur die coolen, geilen, super, duper, mega Sachen. Ja, was haben wir denn noch hier? Wo waren das? Hier, den brauche ich noch. Ja, das hier kann ich alles nicht jetzt zeigen, denn dazu brauche ich schon mal ein, ja, was anderes. Use Players to Build. Ah, das sind diese. Wo haben wir es hier? Genau, diese hier. Die brauchen wir dafür, genau. Ich habe das vorhin versucht, aber es hat nicht funktioniert. Building Tower Level. Okay. Ah, okay. Ja, da kann man sich so einen Tower hinbauen. Und das Geile ist, man kann sogar hier hochklettern. Das ist Netherrack. Warum ist hier Netherrack? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ziemlich geil. Man steht hier oben und kann dann jemand abschießen von hier aus. Und man hat dann Pisten, warum auch immer. Naja. Huch. Ach, das ist, oh, geil. Cool. Oh, nicht so cool. Warum bin ich jedes Mal hier? Ich kann hier nicht mal. Ich kann nicht mal im Creative Mode die Dinger kaputt machen. Toll. So. Ja, also das da finde ich aber ganz geil eigentlich. Was ist denn das? Jump Block. Sieht aus wie ein Pisten, ist es aber nicht. Cool. Ah, okay. Also.
Ich glaube, umso höher man fällt, umso höher wird man wieder zurückgeschleudert, oder? Nö. Warum sind wir denn gerade so mega extrem hochgeflogen? Kann das auch einstellen irgendwie? Nö. Naja, egal. Ja, das ist das hier. Und jetzt habe ich wieder den super Block hier abgeschmissen. Aber naja, dann haben wir hier nochmal. Bang, Bunker. Ich dachte, das wäre der Bunker gewesen, dass wir da. Na egal. Ja, null. Das hier ist. Building Barricade. Okay, das ist für eine Barrikade. Ach, genau. Dann hat man hier auch solche Flares und alle sind da. Huch, ja, kann man rein sich stellen. Und dann ist man halt geschützt. Geschützter. Und ja, das ist halt das. Dann haben wir hier noch. Ein Bunker, den können wir jetzt auch noch schnell machen. Oder nee, ich mach den woanders. Denn der braucht etwas Platz. Deshalb haben wir ja hier eine wunderschöne Stelle. Können wir die mal endlich mal benutzen. Das war sehr, sehr schlau. So, bauen wir mal einen Bunker hin. Und so sieht das dann aus. Das sieht schon sehr krass aus. Und ja, dieses Zeug kann man am schnellsten abbauen mit so einer super Schaufel. Aber auch mit der Hand, es dauert ziemlich lange. Und ja, es sieht auch noch cool aus und ist toll einfach. Ja, ist ganz toll. Dann haben wir Bunker, hatten wir Easter Egg. Was das ist, ich kann es euch nicht sagen. Werden wir jetzt einfach mal gemeinsam rausfinden. Es ist Building Easter Egg. Okay, es wird ein Easter Egg gebaut. Ich habe aber keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Das ist nicht das Easter Egg. Ja, irgendwas macht er. Also ich habe keine Ahnung. Ja, dann zeige ich einfach mal schon mal den Block hier. Vielleicht wird da noch gleich was kommen. Ich habe keine Ahnung. Warum war vorhin der dieser nie bei? War das, weil ich vergiftet war oder so? Keine Ahnung. Na egal. Ja, dieser Dingensblock hier, der kann uns etwas, der kann ziemlich geile Sachen machen. Nämlich kann man in Gruppen spielen. Warum funktioniert der jetzt nicht? Ah, deshalb. Ja, genau. Also man muss ihn setzen und dann schlagen und dann stirbt man. So, das ist komplett normal. Und dann kann man auswählen, denn ja, Klass kann man einen auswählen. Dann hat man hier zum Beispiel Rebell. Kann man sein, da hat man diese ganzen Sachen automatisch schon im Inventar. Das heißt, wenn man dann auf Ready drückt, dann hat man diese Sachen dann im Inventar. Plus eine richtig krasse Rüstung. Oder man hat Nuker oder Intel oder ein Hacker oder. Ja, das war's auch schon. Und ja, da kann man halt auswählen, was man sein will. Ich in dem Falle werde mal alle auszeigen. Ich bin jetzt mal ein Rebell. Und dann sagen wir noch. Sind wir Omega oder sind wir Sigma? Ich sag mal Omega. Und dann fallen wir kurz ins Nichts und dann werden wir auch schon irgendwo hin teleportiert. Und hier hat sich jetzt etwas gebildet. Das sieht merkwürdig aus. Ach, das ist die Stelle, wo ich vorhin auch ein bisschen rumgetastet habe. Stimmt. Ja, dann ist hier der Spawn. Das sieht man an diesem Block hier. Und man hat Waffen. Ziemlich krasse Waffen. Boah, das Schwein da mal wegschießen. Und das hier natürlich auch noch. Spaß, ne? Das Schwein! Das Huhn! Geil. Ja, hier sieht man auch die Rockets, die werden verbraucht. Deswegen von dort kein Gehaar. Steht da, wir haben keine Munition mehr, wenn wir von Munition kaputt. Meine Fresse. Das sieht schon ein bisschen kaputt hier aus, so ganz leicht. Also man merkt es kaum, dass hier was passiert ist. Und das Huhn lebt immer noch. Das kann froh sein, dass ich keine anderen Sachen habe. Dann haben wir noch Pillen. Die kann man auch nehmen. Und dann wird einem ganz kurz sehr schlecht und.
Okay. Was uns auch immer das bringt. Naja, man sieht auf jeden Fall, hier haben wir auch Rüstung, die hält fast so lange wie Diamant, vielleicht sogar länger. Und sie ist viel besser. Also ich nehme nur den Brustpanzer und wir sind trotzdem fast voll. Also ich kann dir mal zeigen. Ja, die ist auf jeden Fall mega gut. Wenn ich nur den Helm und die Schuhe habe, dann bin ich schon fast so gut wie eine Eisenrüstung. Und ja, das hier ist schon so gut wie voll und dann auch das hier. Also ja, das ist auf jeden Fall schon sehr krass. Also damit seid ihr auf jeden Fall gut gerüstet und ihr seht noch richtig cool aus. Yay. Ja. Dann haben wir noch natürlich noch andere, was das hier ist. Ich glaube, das ist der Look von von dem jeweiligen Team zum zeigen, ja, diese Gruppe ist hier. Oder der hat noch was anderes zu zeigen. Ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber naja. Ja, das waren die Sachen. Dann zeige ich noch die anderen. GameStar. Starter, Starter. Ja. Natürlich muss er wieder im Survival sein. Neu. So, dann machen wir den mal kaputt. Wir sterben und dann sagen wir mal, wir sind nun ein Nuker, der hat diese ganzen Sachen. Ich nehme mal mit richtig coolen Waffen hier. Tesla, das war dieses Blitzgedöns. Instant Fuse. Bunker. Ja, also man sieht, hier bekommt man auch alle möglichen Sachen, die man halt so hat. Ja, ich denke mal, Nuka ist auch ganz cool. Intel. Nehmen wir doch einfach mal den Intel. Sagen wir, sind Sigma, ist doch egal. Und dann sind wir ja wieder irgendwo. Ja, diesmal sind wir woanders. Ach, wir sind hier. Okay. Ja, das passt natürlich ganz toll. Und dann haben wir halt eine Tesla und wir können hier rumschießen. Ziemlich krass. Und ja, die Schaufel hier, die kann auch das hier schnell abbauen, wie man sieht. Man kommt auch den Block, das heißt, den Block kann man wieder irgendwo hinsetzen. Je nachdem. Ich glaube, da kann man sogar die Farbe ändern irgendwie. Ich bin mir nicht sicher wie. Aber es geht schon irgendwie. Ja, und das war eigentlich auch schon die Mod. Also sie macht auf jeden Fall mega Spaß. Kann wirklich ziemlich krasse Scheiße damit anstellen. Man sollte mit diesem Ding auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht irgendwie, dass man nicht irgendwie irgendwie in die Basis geht und dann zack, puff, weg. No, oder wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel hier, wunderschönes Beispiel, ich will an meine Kiste gehen und ich bin noch 1 Millimeter zu weit weg, dann patsch. Was ist das mit der Kiste? Oh, da sind ja ganz viele Kisten, die man sieht. Nö, ist nicht viel, ist gar nicht viel. Das ist viel. Und das ist alles viel. Das, meine Freunde, das ist richtig viel. Meine Fresse. Das ist viel, Freunde. Ja, naja. Wie dem auch sei, das war auch eigentlich schon die ganze Modifikation. Gut, okay, ich habe jetzt viel nicht gezeigt, aber diese ganzen Rüstungen, wie man sieht, ich habe wieder eine andere. Das sieht ziemlich stylisch aus. Yeah. Ja, die bekommt man ja. Größtenteils bekommt man diese ganzen Waffen und die ganzen Sachen, wenn man einfach nur irgendein Team. Ja, wählt. Diese Sachen bekommt man auch, indem man irgendwelche Blöcke. Also es ist auch ziemlich zufällig. Man kann ja diesen Block hier. Ach nee, ich glaube. Ja, stimmt. Ja, ich zeige das jetzt mal mit. Was zeige ich das denn mal? Wunderschön hier. Ja, es gibt den hier noch. Den habe ich vergessen. Es gibt noch eine Flagge hier. Den Creeper-Mann. Natürlich. Zeigen wir es mal mit dem Nuklearzeug hier. Ist ja das richtig schöne Zeug, schönes Spielzeug, Nuklear. Also jeder sollte mal mit Nuklear spielen. So, einfach draufklicken. Ah, okay, man kann auch auswählen, was man sein will. Und dann muss man wahrscheinlich mit dem Ding hier. Ach so, okay.
Okay. Ja, dann so, ah, okay. So bekommt man diese Sachen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt. Aber naja, das steht ja alles auf der Macho-Seite. Was? Auf der Mod, weil, ob der Mod, weil, was zur Hölle? Jetzt ist vorbei. Auf der Mod-Entwickler-Seite steht das Ganze geschrieben. Und warum ist da oben gerade so ein mächtiger Block gewesen? Hä? Mein Bett hat eine Missing Texture Textur. Warum? Egal. Das Haus sieht wunderschön aus. Es sah schon immer so bekloppt und scheiße aus. Es sieht sogar jetzt noch besser aus als vorher. Ja, und mit dieser wunderschönen, kaputten Modwelt sage ich auch schon, das war die ganze Modifikation, beziehungsweise der größte Teil der ganzen Modifikation. Und ich werde noch genug Spaß haben, mit dieser Mod die ganze Modshow-Welt in die Luft zu jagen. Ja, auf jeden Fall ist das die richtige Richtung, wo du da hinfliegst. Auf jeden Fall. Ich finde das irgendwie so geil, das ist unglaublich. Wenn es jetzt nicht mehr interessiert, also jetzt kommt nichts Interessantes mehr für die Mod, dann kann ich es abschalten. Das ist so geil einfach, ne? Das sieht so Hammer aus. Das ist so der geilste Scheiß überhaupt, ey. Da sitzen zwei Typen am Strand. Auf einmal hörten sie ein merkwürdiges Geräusch. Ups. Jetzt sah Ja, auf jeden Fall ist das ein richtig fette Mod. Alter, wenn ich mir das so ansehe, ich werde die wahrscheinlich wirklich im Let's Play benutzen. Aber dann wirklich mit Vorsicht. Das ist schon heftig, wenn du. Alter. Das sieht so hammer aus. Geile Scheiße. Trolle, lololol. Na, Hauptsache, das hier funktioniert noch. Der Rest ist zwar kaputt, aber scheiß drauf. Der Hund hat auch noch überlebt. Der Helfer. Natürlich. Wie geht's dem Helfer denn so? Haben wir denn kein Spielzeug für den Helfer? Natürlich eine Plasmakanone. Bleib doch mal stehen, es tut auch bestimmt nicht weh. Oh. Wo ist denn der Hund hin? Ach so. Ich schieße dich auf den Mond. Tut zwar nicht, aber vielleicht so. Nee. Naja, halt. Ja, so ist das auf dem Mond. Der hat auf jeden Fall Spaß, wie man sieht. Ja, damit kann man wirklich nur die Mobs rausschießen, aber ja. Also der Hund auf jeden Fall hat seinen Spaß mit der ganzen Scheiße hier. Ne Hundi, hast doch Spaß. Ja, der hat Spaß. Ja, ich würde sagen, dann war's das auch schon. Schon nach 1000 Jahren. Wahrscheinlich auch jetzt schon wieder abgeschaltet. Und wenn nicht. Bewerten ist natürlich immer wichtig. Ich gebe zu, das hier war jetzt total sinnlos, was ich hier noch zeige. Aber es ist doch ganz lustig, mal zu zeigen, was diese ganze Mod überhaupt kann. Und ich mag es, euch einfach ein bisschen zu unterhalten. Vielleicht ist ja was richtig Lustiges hier bei passiert. Und ja. In der nächsten Modwelt-Show-Zeug oder im nächsten Play-Folge oder wo auch immer. Je nachdem, was ihr denn jetzt gleich gucken werdet oder wenn ihr überhaupt. Schön! Die sind doch jetzt leer, ne? Ja, cool. Also, die entleert doch eure Sachen. Sehr spannend auf jeden Fall. Das war's dann. Mucho Welt wird noch ein bisschen zerstört von mir, das zeige ich dir aber nicht alles. Explodiere. Danke.
Ich gehe mal wieder auf unsere wunderschöne Plattform, die jetzt so behindert aussieht. Aber irgendwie hat das was. Das hat irgendwas, ne? Guck mal, der Command wurde auch kaputt gemacht. Wir können nicht mehr in den Creative Mode. Ne, in den Survival Mode. Auch das Schild wurde zerstört, aber er kommt immer noch in den Game Mode 1. Ne, können wir nicht werfen. Kein Knopf mehr. Ich laber so viel rum und ich, ja, werde die Welt noch ein bisschen kaputt machen und. Ja, einfach mal bewerten und alles und ja, ich würde sagen, bis dann und ciao. Übrigens habe ich keine Musik gemacht wegen den supergeilen Sounds, aber egal, ciao.